Entschleunigung. Wenn Sie sich für meine Gedanken zu diesem Thema interessieren, bleiben Sie dran. Mein Name ist Bormann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich habe mir gedacht, wie kann man ein Gefühl dafür bekommen, was Entschleunigung überhaupt ist? Und mein Vorschlag wäre, wir gehen zum Hauptstromschalter, legen den einmal um und machen mal für einen Tag den Strom komplett aus. Am besten noch für 2 oder für 3 Tage. Aber das möchte ich jetzt erstmal niemandem zumuten, weil das macht doch erheblichen Stress. Und das ist ja wiederum das Gegenteil von Entschleunigung. Warum mache ich solche Vorschläge? Nun gut, die Zeitungen sind voll mit dem Thema Blackout, ja. Und es wird als Horrorszenario beschrieben. Aber jedes Horrorszenario birgt auch in sich eine Chance. Jetzt sagen Sie, oh, Gelaber, kenne ich schon. Ja, Blackout gibt's nicht. Chance in Horrorszenarien kenne ich nicht. Horror bleibt Horror. Ja, alles richtig. Okay, kann ich auch mitgehen. Aber trotzdem muss man solche Gedankenspiele machen, um in Situationen, die möglich sind, bestehen zu können und sich in diesen Situationen dann auch gut zu fühlen, weil wir wollen ja nicht in Stress verfallen, wir wollen nicht am Stress sterben, wir wollen leben, ein gutes Leben leben. Und das wollen wir auch, wenn hier der Strom ausfällt. Geht es? Ich würde sagen, nein, es geht nicht. Strom ist Zivilisation und wer den Strom ausschaltet, der killt die Zivilisation. Ist das richtig? Es haben einige bereits Solardächer mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Die werden vielleicht nicht so schlimm von europaweiten Stromausfällen zum Beispiel betroffen sein. Ja, weil die haben dann immer noch mal die Möglichkeit, zumindest ihren PC zu betreiben für ein Weilchen, ihr Handy wieder aufzuladen, vielleicht sogar ihren Kühlschrank weiterlaufen zu lassen. Und wenn es ganz viel Energie ist, die dort gewonnen wird, weil man eine große Fläche hat auf dem Dach, weil man womöglich tatsächlich in der Lage ist, sein Elektroauto damit zu laden, dann ist man natürlich fein raus. Okay? Also wer die Möglichkeit hatte für solche Investitionen oder jetzt auch immer noch hat, aus meiner Sicht sind die wirtschaftlich nicht attraktiv, aber das ist eine Meinung. Es gibt Leute, die rechnen ihnen vor, warum sie das sinnvoll finden. Ich sage dazu immer nur, wenn unser Strom im weltweiten Mittel liegen würde, vom Preis, dann wäre der ganze Kram überhaupt nicht attraktiv. Dann würden sie richtig fett drauflegen. Aber im Hinblick auf einen möglichen Stromausfall ist solche eine Anlage dann natürlich Gold wert. Weil wir zum Beispiel nicht auf Licht verzichten müssen am Abend. Wir müssen dann nicht mit den Hühnern ins Bett gehen, ne? Nennt man das so? Ich glaube schon. Okay, also Entschleunigung, wieder zurück. Wo liegt da die Chance? Wir würden uns jetzt, wenn wir diese Herausforderung, die es ist, wirklich annehmen, jetzt einfach mal Gedanken machen, wie wir uns für so einen Fall zu präparieren haben, dass wir dann diese Blackout-Tage ganz locker überstehen können. Die Bundesregierung selbst gibt dazu diverse Tipps und die sagen, bevorraten Sie sich wenigstens für 2 Wochen, 10 Tage, eine Woche. Gibt's verschiedene Tipps, habe ich gesehen. Man soll sich bevorraten. Mit was? Sind Sie mit Wasser bevorratet? Wie viel Wasser brauchen Sie pro Tag? Das Trinkwasser.
Nun gut, also Flüssigkeit brauchen wir pro Tag 3 Liter. Wenn wir das tatsächlich alles in Form von Wasser zu uns nehmen wollen, dann brauche ich in jedem Haushalt halt Anzahl der Personen mal 3 Liter mal Anzahl der Tage, für die ich bevorraten möchte, an Wasser. Wie bewahren Sie das auf, dieses Wasser? Sind das jetzt tatsächlich Kästen mit Mineralwasser, mit nicht sprudelndem Wasser, also einfach nur Wasser, natürlich, ohne Kohlensäure? Oder haben Sie irgendwelche Wasserkanister oder Wassersäcke? Irgendwie muss man doch dieses ganze Wasser aufbewahren. Vielleicht auch für Desinfektionsmöglichkeiten suchen. So sorgen. Ne? Da gibt es irgendwelche Tabletten, die man da reinschmeißen kann, dass sich da keine Keime bilden zum Beispiel. Ne? Wenn ich also Wassersäcke befülle für diesen Fall, dass mir möglicherweise mal irgendwann Blackout passiert, jetzt stehen die Dinger aber Monate oder vielleicht sogar Jahre lang herum, dann ist das natürlich nicht das Wasser, was ich unbedingt trinken möchte. Das ist dann das Wasser, was ich vielleicht noch für die Klospülung verwende. Ne? Warum sollten wir überhaupt Wasser bevorraten? Wenn man wie ich in der Stadt wohnt, im 4. Stock, dann werden heutzutage die Wasserpumpen betrieben mit Strom. Jetzt ist halt die Frage, für wie viele Tage existiert bei den Wasserwerken eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, sodass dann tatsächlich das Wasser auch in den 4. Stock kommt. Ein Tag? 2 Tage? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn der Blackout zu lange dauert, dann lässt der Wasserdruck nach im 4. Stock und irgendwann fließt dort kein Wasser mehr. Das ist meine Annahme. Können Sie gerne nachprüfen? Ich gehe davon aus. Weil irgendwie muss das Wasser ja da hochkommen. Die ganzen Wassertürme hier in Berlin sind inzwischen umgebaut in Eigentumswohnungen. Da wird kein Druck mehr manuell erzeugt. Ja? Das hat ja damals so funktioniert, dass man das Wasser in den Wassertürmen gespeichert hat, weil dort ein Druck entsteht, der dann quasi auf der anderen Seite das Wasser hochtreibt bis in den 4. Stock. Deswegen stehen die Wassertürme ja meistens dann auch in erhöhten Lagen noch, damit zusätzlich Druck entsteht. Und damit hat man eigentlich schon das, was man braucht. Jetzt gibt's die nicht mehr. Wir betreiben die quasi nur noch mit Strom, die Wasserversorgung, dass das Wasser im 4. Stock dann auch irgendwann ankommt. Ne? Okay, überlegen Sie sich was zu dem Thema, wenn Sie möchten. Es gibt natürlich Leute, die sind sehr ängstlich, die kümmern sich um alles. Sie können jetzt auch sagen, das sind Leute, die sind sehr verantwortungsvoll, die haben vorausgedacht. Die werden die anderen vielleicht zum Teil mitversorgen. Ne? Nämlich die, die überhaupt keine Angst haben. Das sind die Mama- und Papa-Kinder, die sich einfach dann sagen, Mama und Papa kümmern sich schon. Wir müssen uns um gar nichts kümmern. Ist ja auch richtig. Ja. Also Jugendliche, Kinder und so weiter, die kümmern sich um sowas natürlich nicht, weil das die Erwachsenen machen, die Verantwortungsvollen, diejenigen, die tatsächlich einen Sinn für sowas haben, die schon lange genug hier auf der Welt sind, um verantwortungsvoll handeln zu können. Ja, deswegen gibt es ja auch so ein Alter, wo man dann sagt, ab dem 18. Lebensjahr bist du erwachsen. Da kannst du dich um so einen Kram selbst kümmern. Ja, damit ist das verbunden. Es gab ja jetzt vor kurzem eine Idee, das Wahlalter weiter abzusenken auf 16 oder so. Ha, darüber kann man diskutieren. Ich persönlich halte das nicht für sinnvoll, weil die Verantwortlichkeit für die Gesellschaft mit dem Alter wächst. Und jetzt müssen sie halt ein Alter finden, in dem man dann sagt, in diesem Alter ist der Mensch wirklich erwachsen. In diesem Alter handelt der Mensch wirklich verantwortlich. Also in den USA darf man erst ab 21. Lebensjahr, glaube ich, Alkohol trinken, stimmt's? Oder kaufen. Ja, hält sich natürlich keiner dran, aber das ist so eine Idee. Die halten natürlich unsere 18-Jährigen hier für völlig bescheuert, die jeden Tag ihr Bierchen auf dem Tisch haben oder in einer Kneipe sitzen oder so. Ich halte diese Idee erstmal für legitim, nachvollziehbar, richtig. Und man muss solche Dinge begründen und nicht einfach nur vom Tisch wischen und sagen, da denke ich nicht drüber nach. Also, kommen wir zurück zum Thema Entschleunigung. Entschleunigung hat viel damit zu tun,
Stress zu beseitigen. Also sich selbst all diesem Druck zu entledigen, der von außen an einen angelegt wird. Zum Beispiel Leuten einfach nur mal zu sagen, das halte ich nicht für sinnvoll. Das mache ich nicht mit. Das darf man auf keinen Fall tun, weil das auf lange Sicht erheblichen Stress produziert. Ja? Das trifft natürlich auch bei Gesundheitsfragen zu. Da haben wir ja aktuell viele Diskussionen, wo einige nicht erwünscht sind, die man einfach unter den Tisch kehrt, wo Leute ihren Mund nicht aufmachen dürfen, weil sie sonst Konsequenzen zu befürchten haben. Komischerweise verbietet man gerade den Leuten den Mund, die Verantwortung tragen, die schon lange im Leben stehen, die viel wissen und die viel dazu sagen können. Finden Sie das nicht verdächtig? Gebt den Kindern das Kommando, ja? Das macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Ja? Man kann sich ja viel wünschen, aber man kann sich auch absichtlich ins Chaos stürzen. Ja? Und zwar dann, wenn man nichts weiß, alles behauptet und dummes Zeugs tut und unternimmt. Dann sollte man sich auch in letzter Konsequenz nicht darüber wundern, wenn man dann irgendwann vom Kadi steht und der dann sagt, schuldig. Nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Okay, wieder zurück. Ganz schön viel Geschwurbel heute, ja. Entschleunigung, Strom, Blackout. Mein Vorschlag am Anfang dieses Videos war, doch einfach mal Nebel umzulegen und der Strom ist weg. Inzwischen habe ich ein bisschen was gesagt übers Wasser, was keine Selbstverständlichkeit ist, dass es bei Ihnen aus dem Wasserhahn fließt. Ja? Es gibt weitere Probleme. Nicht nur, dass der Kühlschrank Ihnen ausgeht und alle Sachen, die darin dann länger liegen als 1, 2, 3 Tage möglicherweise sehr gefährdet sind, dann schlecht zu werden. Sie müssen also auch über die Zubereitung von Vorräten nachdenken während einer stromlosen Phase. Haben Sie zum Beispiel einen Gaskocher, den Sie vielleicht im Sommer fürs Campen einsetzen? In der Wohnung können Sie den nicht einsetzen. Warum nicht? Weil inzwischen überall Rauchmelder sind. Also denken Sie sich was anderes aus. Tja, es gibt viele interessante Videos zu diesem Thema im Internet. Die sollte man sich ruhig mal anschauen. Und sie auch ernst nehmen. Und nicht sagen, brauche ich nicht. Okay? So. Ich habe gerade gestern zum Thema kleine portable Kocher auch so ein paar Bastler gesehen, die aus irgendwelchen Dosen und Wachs und Pappe da einfach mal ein bisschen was zusammenbasteln, was man quasi für ein paar Cent selbst herstellen kann. Was aber im Notfall, wenn man dann tatsächlich so etwas braucht, sehr hilfreich sein können. Kostet doch nichts, sowas in die Garage zu stellen. Zu sagen, naja, wenn der Strom ausfällt, dann machen wir hier ein kleines Feuerchen hier draußen auf der Terrasse oder auf dem Hof oder wo sie einen Platz finden. Und da können wir uns wenigstens mal einen heißen Tee machen. Ja, das möchte man doch auf jeden Fall. Mit anderen zusammen in einer Blackout-Situation einfach mal sich unterhalten bei einer gemütlichen Tasse Tee. Und sich zu überlegen, wie geht's weiter? Wie organisiert man sich lokal? Zusammen mit den Nachbarn. Ja? Wer kann was helfen? Mit den Vorräten ist das natürlich schwierig. Die einen haben viel Vorräte, die anderen haben wenig Vorräte. Ich denke, die wenigsten werden überhaupt verraten, dass sie was haben. Weil sie haben nicht einen gekauft für die ganze Welt, sondern sie haben für sich einen gekauft. Und wenn sie jetzt einfach nur sagen würden, ich habe viele Vorräte, dann ist natürlich klar, dass da Begehrlichkeiten entstehen und dass denen dann sofort die Nachbarn auf der Pelle hocken. Ne? Friedlich oder auch nicht friedlich, im schlimmsten Fall.
wenn der Blackout ein bisschen länger dauert. Ne? Also da gibt es wirklich Horrorszenarien zu diesem Thema. Und ob sie ein Sicherheitsschloss brauchen in ihrer Wohnung oder nicht. Ob sie eine Überwachungskamera brauchen oder nicht. Das entscheiden alles sie persönlich entsprechend ihrer Situation. Ja? So. Jetzt fragen Sie mich, wie viel Sicherheit ich brauche. Begrenzt. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie legen sich zu Hause irgendwas hin an Abwehrwaffen, Messer, Pfefferspray, also ein Zeugs. Das kann Ihnen selbst zum Verhängnis werden. Weil wenn es Eindringlinge gibt, die das Zeugs sehen, die greifen sich das natürlich als allererstes. Die entwenden das. Die nehmen es Ihnen sogar aus der Hand, wenn Sie es in der Hand haben. Und Sie können diese Sachen womöglich gar nicht selbst anwenden. Aber Sie sind dann selbst gefährdet durch Ihre eigenen Waffen. Ja. Das darf auf keinen Fall passieren. Und deswegen müssen Sie sich sehr gut überlegen, in welcher Art und Weise Sie sich schützen, dass Sie nicht selbst zum Opfer Ihrer eigenen Waffen werden. Ja? Okay. Das Thema Blackout, das hatte ich übrigens, glaube ich, in meiner ersten Unterrichtsstunde, als ich als Lehrer anfing zu arbeiten, nach meiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei Siemens, als erstes auf den Tisch gepackt. Also das Thema Blackout im Unterricht. Weil ich bin ja als Lehrer eingestellt worden für Elektrotechnik und Informatik. Und für jemanden, der Elektrotechnik studiert hat, ist Strom etwas ganz Wichtiges. Ne? Also Strom ist für mich Zivilisation. Ist Licht, ist Betrieb von Maschinen. Ist, alles, was wir heute sehen, ist eigentlich gänzlich unmöglich ohne Strom. Können Sie sagen, na, vielleicht hätte man einen Großteil davon auch erledigen können mit Mineralöl betriebenen Maschinen ohne Strom? Teil. Okay, also das, was hier tatsächlich inzwischen abgeht in unserer Zivilisation, ist sehr abhängig von einem funktionierenden Stromnetz. So, und wenn wir jetzt demnächst hier die letzten Atomkraftwerke abschalten und viele, viele Kohlekraftwerke abschalten, auch demnächst alle. Wie werden wir verdammt nochmal den Strom produzieren, den wir brauchen für unser Leben hier? Ja, Ideen gibt es viele, ne? Muss man aber machen. Kostet auch eine Menge Geld. Jemand muss die Projektplanung in die Hand nehmen. Jemand muss sagen, wie wir das speichern. Und diese Speicher müssen dann auch gebaut werden. Also aus meiner Sicht krankt die ganze Idee der regenerativen Energien, wie man das ja so schön nennt, daran, dass wir viel zu wenig Speicher haben. Nicht nur ein bisschen zu wenig, sondern viel zu wenig Speicher. Und dass diese ganze Batterietechnik einfach eine riesen Umweltsauerei ist. Das ist auch krank. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Speicherstauseen errichten, das sind auch Umweltsauereien. Die will man auch nicht überall. Ja. Also es ist da ganz, ganz viel Geistesarbeit noch zu leisten, bevor man solche Projekte überhaupt ernsthaft angeht. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, wir verkürzen die Genehmigung für solche Projekte, kommt doch nur Scheiß bei raus. Ja? Also wenn Sachen ohne solide Überprüfung richtig durchdacht gestartet werden und nicht richtig durchdacht werden, kommt dabei nichts raus. Gut, also meine persönliche Einschätzung zum Thema Blackout ist, wir werden einen Blackout bekommen. So, darf jeder was anderes drüber denken. Ich glaube, dass unsere infantilen kognitiven Minderleister, von denen wir regiert werden, keinen Plan haben, wo sie den Strom herbekommen, den wir in 10 Jahren brauchen. Wenn all das Realität wird, von dem wir heute glauben, dass wir es gerne haben möchten, wie zum Beispiel 100% Elektromobilität. Sie sagen 90, 80, 70, ist mir scheißegal.
derjenige, der sowas plant und macht, der muss mir auch einen Plan dafür liefern, wo der Strom dafür herkommen soll. Okay? So. Und wenn jetzt die Grünen plötzlich auf Atomkraft stehen, dann haben sie wirklich bei allen Themen eine 180-Grad-Wende vollzogen und sie sind überhaupt nicht mehr grün. Sie sind genau das, was ich schon in vorherigen Videos gesagt habe. Ich wiederhole mich da nicht. Kann nur noch mal das Bild von der Melone zitieren vom letzten Jahr. Außen grün, innen rot mit kleinen braunen Kernen. Das reicht. Genauso sieht diese Partei aus. Eine Verbotspartei, eine Quatschnasenpartei mit Leuten, die nicht wissen, was sie tun. Und die Parteien drumherum machen es auch nicht besser. Mich haben sie nicht gefragt. Vielleicht kommt das ja noch. Reicht. Genug Geschwurbel.